Vor einiger Zeit bekam ich von einem aufmerksamen Zuschauer die Frage gestellt, wo er denn den Fortsetzungsfilm auf unsere Episode 9 finden könne. Ich hätte da doch so eine Andeutung gemacht. Nun, ehrlich gesagt, hatte ich schon viel eher mit einer solchen Nachfrage gerechnet. Aber die Zeit vergeht so schnell. Unser Urlaubsturn 2015 brachte uns von Rumpot aus bis auf die City Islands. Nach dem Erreichen dieses westlichsten Punktes endet die Episode 9 auf der Rückfahrt in Portland Marina. Nur eine neugierige Nachfrage dieses Zuschauers brachte mich jetzt dazu, diese Nachlese-Episode fertig zu machen. Aber seht selbst, was damals geschah. Es ist der 23.08.2015, ein herrlicher Tag, blauer Himmel mit kleinen weißen Wolken und wenig Wind. Petra hat die Wäsche aufgehängt. Stolz sind wir, dass wir auf der ersten größeren Fahrt mit Mola Mola an einem solchen Ort angekommen sind. Wir freuen uns auf einen ruhigen Abend mit schönem Sonnenuntergang. Wie erstaunt sind wir, als ein kleines Kriegsschiff in den Sportboothafen einläuft und eindeutig nach einem Liegeplatz sucht. Nach einem Wendemanöver beginnt das Boot plötzlich rückwärts beschleunigend auf uns zuzufahren. Wir schreien und winken, aber nix hilft. Das schwere Boot trifft uns Steuerbord im Bugbereich mit voller Wucht. Mola Mola wird blitzartig auf den Steg gedrückt, Holz splittert. Ein unglaublicher Impact zeigt seine verheerende Wirkung. Das Militärfahrzeug rutscht an unserem Bug entlang auf den Steg und gleitet danach, fast elegant, wieder ins Hafenbecken zurück. Es ist eine unwirklich erscheinende Situation. Wie kann es sein, dass die Besatzung eines Kriegsschiffes nichts unternimmt, den Crash zu verhindern? Sind die blind und taub? Wir überstehen den Zusammenprall, Gott sei Dank, ohne körperliche Verletzungen. Was dieses Ereignis mental allerdings mit uns macht, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist die Situation am Liegeplatz. Hier vorne hat das Schiff versucht zu drehen und ist dann rückwärts hier in unseren Bug voll reingefahren. Der Bugkorb ist völlig verbogen. Die Aufhängung hier ist auch total auseinandergegangen. Es hat so gekracht, dass hier dieser dicke Holzblock auseinandergeflogen ist. Da ist er in den Steg reingedonnert und hat uns da. Man sieht das auch da, dass das ganze Holz kaputt ist. Wir wissen noch nicht genau, was jetzt da passiert. Wir sind auf jeden Fall, die nächsten 2-3 Tage sind wir auf jeden Fall hier. Die Festmacher wurden so stark bei dem Crash gedehnt und belastet, dass sie deutlich länger geworden und stellenweise sogar geschmolzen sind. Bei diesen beiden Bildern sieht man, wie das Boot vor und nach dem Aufprall am Steg gelegen hat. Die ML 1387 HMS Medusa wurde als Hafenverteidigungsboot 1943 aus Holz gebaut. 72 Fuß lang, 16,6 Fuß breit, 56 Tonnen schwer. HDML ist die Abkürzung für Harbor Defense Motor Launch, übersetzt Hafenverteidigungsmotorboot. In den folgenden Tagen haben wir intensiven Kontakt mit Kapitän Alan Watson und seiner Crew. Er erzählt uns, dass die Medusa das letzte noch existierende Boot ist, das am D-Day in Frankreich am Omaha Beach war. Die Medusa hat damals die Stelle markiert, an der die Flotte der Alliierten an den Strand kommen konnte. Wenn euch die Geschichte der Medusa interessiert, könnt ihr auf der Homepage hmsmedusa.org.uk alles genau nachlesen. Ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gestellt, sodass ihr jederzeit danach schauen könnt. If I put a coal stove back exactly like the original one, I can't use it, because it doesn't meet modern safety regulations. So I could put back an original stove and be cold. But I thought I'd put back one that looked very, very similar, but yeah. I can actually use.
verfolgt. Ja. Orden und Ehrenzeichen. Und hier auch diese ganzen... Ja, das ist alles... Das ist so schön. Wenn es tropft. Ja, The Royal Navy have 20 small ships this size, mm-hmm. which are used for training university students. Mm. And they refer to this ship as Grandma. This is the grandmother. Well, that's an engine starting. It's okay, we're not going anywhere. What? Das ist der Niedergang hier. Oh my gosh. There. Hi everybody. Hello. That's the original crew. Yeah. Yeah, I think in the internet the pictures. We have seen that in the internet also. Those are in Amsterdam. Looking at it from here, it's just the same as when she was built. There's no difference. Die Medusa gehört heute einem Trust, der sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses historisch wichtige Boot zu restaurieren und fahrbereit zu halten. Der Captain erklärt uns, wie es zu diesem Unfall gestern kommen konnte. Der Maschinentelegraph wird auf der Brücke bedient. Dann muss im Maschinenraum sein Befehl an der Maschine ausgeführt werden. Sein Befehl, volle Kraft voraus, wurde in unserem Fall von dem Maschinisten nicht bemerkt. Und so konnte der Aufprall nicht von der Brücke aus verhindert werden. Comfortable. Yeah, it's true. It's true. Yeah. We don't very often steer from inside. No, because you stay outside, you can't see. Yeah. It's okay. Yes. Six and a half. Yeah, okay. Are you proud about your babies? Or what do you say to them? Yeah, my two sons, I am very proud of. What? Yeah. They have names? Port and Starboard, I'm afraid. Yes. Okay. How much oil you need for an oil change? 30 Liter. Hm? Diese Leitern hier hoch. Also diese, ne? Okay.
This is the old one. Yes. Aww. Yes, we don't use that now. It's now so old, if I put it in the water, it would sink. Yeah. And we've thought about it, and if we try to restore it, there will be nothing left. Yeah. So We just painted it, and we have a project to make a drawing of this. Yeah. And make a new one. Yeah. And then put this one safely in the shed. Yeah. Being a Swiss, they sell them to everybody. Yeah. Actually, every nation had these. Shame. Ankerspiel. Okay. So groß sind die gar nicht. Nee. They are not so big, the anchors. No. No. But the anchor chain is very heavy. Yeah. Yeah. Die Zeit, die wir unfreiwillig mit Alan Watson und seiner Crew verbrachten, haben wir nie vergessen. Wir spüren noch heute den Schock, gleichzeitig das Glück, dass keiner verletzt wurde. Für den unglücklichen Captain war der Unfall sehr, sehr unangenehm. Wir haben lange miteinander gesprochen. Es war sehr emotional. Hier in der Portland Marina war der Crash natürlich ein großes Thema. Aber wir bekamen sofort Hilfe der ansässigen Werft. Frühstück am Donnerstag, der 27. August. Es regnet. Die Jungs von der Werft sind gekommen. Die wollten das Luke ausbauen. Die ganze Luke vorne auseinandernehmen. Und dann bei dem Wetter wäre das nicht so praktisch? Nee, das wäre gar nicht so praktisch gewesen. Das haben wir also abgebogen. Jetzt haben wir nur ein Pflaster bekommen vorne auf dem Rumpf. Das wird auch, denke ich mal, für die Rückfahrt gut sein. Die Reling haben wir ein bisschen nachgespannt und der hat sich nochmal das alles angeguckt. Das ist soweit jetzt alles seeklar. Bis auf das Wetter. Macht aber nichts. Der Wetterbericht sagt heute noch 5, in Böen 6 aus Südwest. Schauertätigkeit abnehmend. Die Medusa nutzt ein kleines Wetterfenster, um zurück nach Portsmouth in die Ghostboat Marina zu fahren. Bye bye und immer gute Fahrt. Auch für uns heißt es nun, die Rückfahrt anzutreten. Das Wetter ist sehr durchwachsen. Mal sommerlich warm und sonnig, mal kalt und nass. Über Portsmouth nach Eastbourne, dann Dover und Newport in Belgien, in unseren Heimathafen Rumport Marina. Über ein halbes Jahr haben die Reparaturarbeiten letztendlich bei Halbergrassi in Brünnisse gedauert. Die Fachleute von Nova Yachting haben unter der Leitung von Paul Hametemann sehr gute Arbeit geleistet, sodass wir heute nichts mehr von den Blessuren sehen können. An dieser Stelle möchten wir uns auch nach dieser langen Zeit bei allen Beteiligten noch einmal für die Zusammenarbeit herzlich bedanken. Euch allen wünschen wir, dass ihr solche Abenteuer niemals erleben werdet. Bleibt gesund und empfehlt uns weiter. Immer eine Handbreit rum in der Bilge und bis bald, eure Mola Molas.